So. Ich bin's. Ja, da läuft ja meine Stimme auch noch. Na? Egal. So. Ja, Tachchen, ich bin's wieder, Dr. Spree. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Geht jetzt direkt los, ja. Und zwar heute mal mit dem Thema analoge Klangsynthese. Wie ihr wisst, auf Deutsch. Oh. Was ist das? Ja, da habe ich mal einen Filter einfach nur in Eigenresonanz versetzt und mit dem LFO den langsam aufmachen. Ja, ich mache das mal weg. Denn unser Thema heute ist eine Drohne oder besser gesagt eine Dröhnung. Ja, ich lasse heute mal meine ganzen Synthes mal dröhnen. Ich werde sie alle zeigen. Ja, den Model D, den Neutron, den Juno, den Grandmother und den OB6 und dann noch zwei Module aus dem Eurorack. Die werden alle Drohnen und zwar auch schön auf A. Wie ist das entstanden? Ich hatte heute irgendwie mal Bock, einen Oszillator zu kalibrieren, ja, und habe dann, und zwar am OB6, da gibt es so ein Auto-Kalibrierungsprogramm, habe das durchspielen lassen und dann wollte ich aber checken, ob das dann auch richtig gut geklappt hat. Ja. Und dazu habe ich dann einfach meinen Kammerton auf dem Model D angemacht und geguckt, ob das schön zu meinem A auf der A-Taste auf dem OB6 dann auch stimmt. Ja. Hat wunderbar geklappt, aber dadurch bin ich auf die Idee gekommen, ich mache das jetzt mal einfach, ich drücke jetzt mal den Kammerton, den A-Ton. Zack. Und ich war so fasziniert von dieser Sinuswelle. Ja. Dass ich damit direkt arbeiten wollte. Also ich habe dann, na, wenn man jetzt noch einen anderen Ton dazu nimmt, irgendein A, dann wird die natürlich gefaltet und dann kommt, also so ist es entstanden. Dann kam noch ein anderes A und noch ein A. Ja. Und dann habe ich ein Synthi nach dem anderen einfach dazu gebaut und dann noch einen Akkord dazu gespielt und das dröhnen lassen. So, jetzt komme ich zu einer super Sache. Also genießt erst nochmal dieses A, mach ein bisschen Hall rauf. Dadurch kommt so ein leichtes Phasing. So. Wie kann ich jetzt aber, ich mache das A wieder aus, mal kurz, nachher mache ich es wieder an. Wie kriege ich jetzt aber den Model D dazu, zu dronen? Ja, das kennt man ja vom Neutron. Wenn er das, da gibt es diese VCA-BIAS-Knopf. Hier. Wenn ich den aufdrehe, dann dröhnt er einfach. Ne? Dann lässt er einfach nur sein Signal durch. Und da dachte ich mir beim Model D, wie geht das denn? Wenn ich jetzt keine Tastatur anschließen will, ich will einfach nur, dass er einfach nur dröhnt, da draus seinen Ton rausgibt. Ja, da hat keine Drone-Taste, so wie der zum Beispiel Grandmother-Synthesizer, zeige ich nachher mal kurz, von Moog. Der kann ja auch dröhnen. Der kannst du mit einer Schaltung einfach, schaltest du einfach auch in diesem BIAS-Modus. In den Drone-Mode und dann spielt er einfach raus, ne? Ohne dass man irgendwas reinstecken muss. So, das geht aber beim Model D nicht so ohne weiteres. Aber habe ich mir gedacht, warte mal kurz. Lustigerweise, bevor ich drauf gekommen bin, habe ich erstmal im Internet geguckt. Model D Drone, mach, wie geht das? Und manche machen das auch, ja. Aber viele wussten gar nicht, wie das geht. Ich habe so einen Thread gefunden, da hat einer genau diese Frage gestellt, weil er keine Tastatur anschließen wollte. Wie geht das? Hat keine zufriedenstellende Antwort bekommen. Da habe ich gesagt, scheiß drauf, ich mach's jetzt, versuch's, überleg mir das. Wie soll das gehen? Das heißt, man muss den einfach patchen. Und zwar mit sich selbst. Wenn ich nichts Externes nehmen will, muss ich ihn mit sich selbst patchen. Und zwar, wie soll das gehen? Einen Steady-Ton die ganze Zeit zu spielen, indem ich einfach einen Trigger ihm gebe, dass ein Ton angespielt wird. Und dieser Ton muss dann gehalten werden. Und den Trigger kriegt er einfach vom LFO. Was habe ich gemacht? Ich habe nichts weiter getan,
als einfach nur den LFO-Ausgang. Ja, kann ich zweimal raus, einmal mit der Welle, und also mit der Dreieckswelle, und einmal mit dem Rechteck, also an und aus, geht auch daneben. Kann ich raus. Und dann trigger ich den Trigger-Input, also den Gate-Input, hier. Raus und rein. Ja, mehr nicht. Nur ein einziges Kabel. Dann kriegt der einen Trigger. Kriegen die ganzen VCOs, also die Oszillatoren, einen Trigger. Den muss ich natürlich mal anmachen, damit man die hört. Zum Beispiel den. Wie mache ich das, dass der die ganze Zeit spielt? Indem ich den einfach auf der Hüllkurve eine ganz lange Decay-Zeit gebe. Ja? Ich spiele noch einen zweiten. Also Decay heißt dieser Abschwill. Ich mache einfach eine unendlich lang dauernde Hüllkurve. Ja? Aber wenn er einmal getriggert wird durch den LFO, dann spielt er. Kann man eine andere Wellenform nehmen. So, zweiten Oszillator auch dazu. Den habe ich verstimmt als Quinte. Ein bisschen leiser machen. So, und schon habe ich einen Drone. Und will ich jetzt werde ich mal an der Hüllkurve drehen, da würdet ihr sehen, dass er aufhört zu dronen. Und ihr kriegt natürlich jetzt auch keine Signale mehr vom LFO. Wenn ich den LFO wieder hochdrehe, dann kommen wieder die Trigger raus. So, ein bisschen vermitteln. Jetzt hat er genau die Knacks, die er braucht, um zu spielen. Jetzt drehe ich die Hüllkurve wieder auf, damit er unendlich geht. So klingt das dann. Und jetzt nehme ich meinen A dazu. Denn der dront ja auch, ne, mein Kammerton. Den schickt er ja raus. Pass mal auf. Ich habe natürlich die Oszillatoren auf das A gestimmt. Diese Quinte, die ist auf dem A drauf. Na, na. Da ist es. Natürlich jetzt sehr laut. Jetzt haben wir eine Drone. Mit Kammerton. Ein schönes A. So, ich zeige euch gleich die anderen Module alle noch, da werde ich die Kamera mal kurz rüberschwenken. Aber vorher komme ich noch schnell zum Neutron. Erstmal schön die Welle angucken, wie schön die driftet. Ist nicht geil? Ja? Da ist die Quarte drunter unter dem A. Wäre also ein E. Oder wenn man drüber gehen würde, übers A, wäre es auch ein E, dann wäre es eine Quinte. Also habe ich jetzt hier sozusagen eine Quintquart, die da droned. Man könnte auch sagen, ein Bordun. Ja, dieses Intervall, diese Quinte, die immer drunter liegt, unter einer Melodie, die nennt man auch Bordun. Das kennt man von der Dudelsackmusik. Ja, da gibt es eine Pfeife, die nichts anderes macht, als immer diese Quinte immer nur zu spielen. Und darüber, also dieses da, da, ba, ba, die droned immer die Quinte. Und darüber spielen die ihre Melodie. Sofort schottisch-irisch, ne? Wird das. So, egal. Das ist meine Drone vom Model D. Nichts weiter gemacht, außer nur den LFO in den LC-Gate. Selbst gepatcht. Und die Hüllkurve aufgerissen. Oh. Jetzt nehmen wir den Neutron dazu. Zwei Oszillatoren. Eine droned, die andere piept.
Wie habe ich das gemacht? Das ist meine Drone. Schöne Pulswelle. Und ist mein Pieps. Ja. Auch eine Pulswelle. Wird gepulst durch den LFO. Intern. Jetzt beide zusammen. Und da dieses eine blaue Kabel, was da steckt, das ist die Frequenz vom Filter, die ich über ein LFO, der in meinem Eurorack drin ist, komme ich gleich zu, ich schwenk gleich rüber, langsam auf und zu mache, damit Bewegung rein ist. Ja? Und genau diesen gleichen LFO aus dem Eurorack nehme ich auch, um den Model D ein bisschen bewegen sich zu lassen. Ja? Deswegen kommen die Kabel jetzt wieder rein. Einmal in Cut-Off-CV und einmal in den LFO-CV. So, und jetzt mache ich mir noch ein bisschen, dass er ein bisschen Resonanz kriegt. Ja. Da kommt sie. Das ist jetzt nichts weiter als der Filter vom Model D, der resoniert. Und das schicke ich jetzt ganz nach rechts. Und den Neutron. Den Neutron ganz nach links. So, das haben wir schon so ein bisschen. Ja. So, jetzt schiebe ich meine Kamera rüber. So, das da ist mein LFO, den ich nehme. Der ist im Prinzip sind es 8 LFOs in einem. Ja? Die schwingen in unterschiedlichem Tempo. Der eine ein bisschen schneller. Also die werden immer langsamer, von oben nach unten. Der oberste Ausgang ist der schnellste. Ne? Das sind also lauter Wellen, langsam schwingende Wellen, die aber in verschiedenen Geschwindigkeiten schwingen. Jetzt kannst du insgesamt alle schneller machen. Dann klingt es so. Und so haben wir ein bisschen Progress. Ja. Tja, was könnte man noch dazu nehmen als Drohne? Vielleicht einfach den Wavetable Synthesizer. Der gibt ja auch ein stehendes Signal raus. Ich mache mal die anderen beiden aus. Und so klingt der. Ja. Und hier kann ich die. Durch die Wavetable mich durch bewegen. Und das mache ich jetzt mit einem LFO. Ja, CV steuerbar. So klingt er. Schön langsam. Hall drauf gemacht. Die anderen dazu.
etwas komplexer. Ach, ist das schön. So, wie geht's weiter? Weiter geht's mit den Beats. So, das ist der Beats. Granularsynthese-Synthesizer, ja, der einmal selber eine Drone spielt. Die hören wir uns gleich mal so alleine an. So, ich hatte die noch durch den Coopers-Filter geschickt. Der macht noch ein bisschen Textur und vor allem Resonanz. Und wenn ich ihn aufmache, den Filter, werden nur die Höhen durchgelassen. Und wenn ich dem Filter jetzt mehr Resonanz gebe, dann kommen diese schönen Obertöne dazu. Pass auf. So. Über ein LFO zu steuern. Dann nehme ich jetzt den LFO da. So. Das ist auch ein 8-fach LFO. Kommen 8 Dinger raus. Einer steuert jetzt die Frequenz vom Coopers Filter und die anderen beiden steuern den. Den Beats. So, jetzt nehmen wir mal ich lasse ihn mal komplett durch, weil jetzt zeige ich mal die Grains, die der fabriziert. Aus die Grains sind kleine Schnipsel aus dem Soundmaterial. Kleine Mini-Grains und die habe ich so schnell sich so schnell abspielen, dass sie auch wieder einen Ton erzeugen. Pass auf! Das sind die Grains. Da, da, da. Wieder eine Quinte. Und die Grains spiele ich so, weil ich sie so schnell spiele, haben die, wie gesagt, jetzt einen Ton. Ich werde die mal langsamer stimmen, damit ihr hört, was gemeint ist. So, habe ich jetzt mit meinem Gehör gestimmt auf die Quinte. Jetzt dazu den anderen. Und den Filter wieder. So, jetzt haben wir wieder eine gefilterte Bewegung. Wieder eine Drone. Mit den anderen zusammen, mit den beiden. Ein bisschen Hall auf den Beat.
So, und dann immer so ein bisschen an allen Knöpfen so ein bisschen rumjustieren, bis was Schönes, bis es schön vermittelt ist, ne? Auch die Lautstärken so, alle, dass sie schön ineinander greifen und so Ereignisse stattfinden. So, ich schwenke jetzt die Kamera. Zu meinem Grandmother. So. Den Beats lasse ich jetzt nochmal laufen, die anderen beiden habe ich ausgemacht. Ach nee, ich mache alle aus. So, und der Grandmother, der spielt ein ganz einfaches, simples Arpeggio über A und E. Nur die beiden Töne. Ich glaube, ich habe noch ein Cis. Also ein Dreiklang, A-Dur-Dreiklang. Hören wir uns gleich mal an. Genau, das ist er. So. Ja. Dreiklang. Arpeggiator, ganz langsam, spielt die Töne. Jetzt so schnell. Und der wird automatisch, geht er immer auf und zu. Mit dem Rad kann ich ihm sagen, das ist die Modulationsquelle, der LFO. Der hier. Und wenn ich das Rad hochmache, mit diesem Mod-Wheel, Moderationsrad, Modulationsrad, dann schickt er den LFO zum Filter und lässt ihn da modulieren. Das habe ich hier eingestellt. Cut-off Amp, also die Cut-off Amount, die Stärke des Cut-offs, ja, wie der soll. Wirken. Kann ja auch schneller machen, pass auf. Ich kann den LFO auch auf den Pitch, also auf die Tonhöhe wirken lassen, pass auf. Aber dann wird es unharmonisch und deswegen machen wir das nicht. Nur auf den Filter will ich ihn. Auf die Pulswellenweite kann ich ihn auch wirken lassen. Mache ich mit dem. Wenn ich also das Mod-Wheel aufdrehe, wird mein LFO zugeschaltet. Und wenn ich nur ein bisschen aufdrehe, wird er nur ein bisschen zugeschaltet. So, und jetzt wirkt er halt auf meinen Filter. Den Filter mache ich, stelle ich jetzt so ein, dass es schön klingt. So. Sehr schön. Und jetzt kann ich den Release noch ein bisschen erhöhen, das heißt also die Hüllkurve, wenn man sozusagen den Ton loslässt, wie lange der noch weiter schwebt. Dann klingt er länger durch, ne? Und in Verbindung mit meinen anderen schon schwingenden Dinger, die ich habe, als erstes mal mein Wavetable Synth. Dann den Beats. Und jetzt Neutron und Model D.
jetzt wird's gleich interessant. Ich nehme nämlich jetzt noch die zwei Synthis, die Polyphonen, mit denen ich Akkorde spielen kann und gleichzeitig halten. Ja, auch noch mit dazu. Einmal den OB6. Als Background lasse ich mal den Moog noch, weil es auch schon ein schöner Synthi ist und der so geil klingt. Oh, den kann man eigentlich nur für sich schon so stehen lassen. Der Moog mit der Wavetable Drone aus dem Eurorack mit dem Black VCO zusammengespielt. Ist doch schon wunderbar. Okay, um das zu toppen, kommt jetzt noch ein schöner polyphoner Akkord, nämlich eine Akkord-Transition, das heißt also eine Folge von Akkorden. Dazu, basierend auf A, kommt aber auch D, C drin vor, Akkorde. Die spielt jetzt gleich mein Sequenzer. Der eingebaute Sequenzer vom OB6, von diesem unteren blauen Dave Smith Instrument. Ihr hört es jetzt gleich, wenn ich sie reinbringe. Pass auf. Das ist die Sequenz. Ich schraube mal ein bisschen am Filter. Voll 80er. So. Oh, toll. Und weil ich ja den gepaart habe, mit meinem Juno, das heißt also, ich habe einfach ein MIDI-Kabel rausgenommen und ihn mit meinem Juno-Synth verbunden, der da steht, pass auf. Spiele ich einfach gepaart mit dazu. Dann habe ich also nochmal den gleichen Akkord, die Akkord-Progression-Folge mit dem zweiten Synthi gespielt. Der klingt dann so, pass auf. Schön vermitteln. Der macht unten ein bisschen rum, ne? Ich versuche das so, dass der unten rum macht und der Oberheim oben die Filter. Pass auf. Wow. Jetzt kommen alle meine Drones dazu, pass auf.
ich schön. So. Das ist also aus meinem Kammerton geworden. Das letzte Ding da, dieses Dang, was das ist, habe ich vorher noch gar nicht gesagt. Aber ich zeig's euch als Bonus. Thank you.
Naja. Wollte ich nur mal gezeigt haben. Dankeschön. Euer Dr. Spree. Bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal, den ihr hoffentlich schon abonniert habt. Ja, danke. Tschüss.